Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und zwar ist es CWL und wir, Josie und ich haben uns zusammen mal dran gesetzt, also Queen und ich haben uns zusammen mal dran gesetzt und einen Plan entwickelt für diese Base. Und zwar seht ihr da unten zwar Super Go Weavy, aber es gibt einen entscheidenden Trick, eine entscheidende Wendung bei diesem Angriff. Und das möchte ich euch jetzt mal erzählen, wie denn das Ganze funktioniert. Wir haben 10 Super-Kobolde, 10 Schleicher. Warum? Deswegen. Hier vorne, ihr könnt es euch denken, also wir haben hier die Gladi, wir haben den König und wir haben die Königin. Dann ist hier noch die Clanburg, dann ist hier vorne noch ein Katapult. Bedeutet, ja, hier ist sogar noch der Warden auf der Seite, das bedeutet, da ist schon ziemlich viel auf einem Haufen. Was natürlich der Gegner möchte, ist, dass wir hier alles hinsetzen, vielleicht von dieser Seite hier. Da ist dann auch noch wahrscheinlich eine Tornado-Falle, da ist wahrscheinlich noch eine Skelett-Falle, da ist wahrscheinlich noch ein Tesla und so weiter. Vielleicht noch eine Bombe oder sowas. Irgendwie dieser ganze Mist, der da noch sein könnte. Warte mal, so, stell dich mal, so, jetzt ist halbe Geschwindigkeit. Was haben wir also gemacht, beziehungsweise was hat sie gemacht? Also, die Schleicher sollen sich darum kümmern, sollen sich um die Clanburg kümmern. Denn bevor sie entdeckt werden, soll die Clanburg quasi kaputt gehen. Und wenn die Clanburg kaputt ist, dann kann natürlich auch nichts rauskommen. So, aber zunächst einmal die Erdbeben da drauf, denn der Plan war eigentlich, dass hier die Erdbeben draufgeschmissen werden, dass dann die Schleicher die Clanburg kaputt machen und das Rathaus kaputt machen und anschließend von der anderen Seite halt der Kampfholzwerfer durchfährt durch die Base und dann den Rest erledigt. Das war der Plan. Hat nicht ganz so funktioniert, aber der Trick am Anfang, der hat einfach super funktioniert. Passt mal auf. Passt jetzt genau auf, was passiert. So. Erdbeben drauf. Da nochmal weitere Erdbeben drauf. Also wir haben da vorne noch den Bombenturm kaputt oder beziehungsweise angekratzt. Zusammen mit dem Magierturm und mit dem Katapult natürlich. Und da sind sie jetzt schon am Start. Und wir sehen schon, da kommen schon die Skelettfallen raus. Allerdings, Clanburg ist jetzt down und es kann nichts mehr rauskommen. Das ist so geil. Die Clanburg ist einfach mal down und es kann nichts mehr passieren. Aber hier ist natürlich einiges noch. Ja, was natürlich noch passieren kann, da ist eine Riesenbombe, noch eine normale Bombe, noch eine Skelettfalle. Rathaus ist natürlich auch schon an. Und jetzt ist der Tornado natürlich auch am Start. Den sehen wir da vorne. Deswegen, da musste dann erstmal ein bisschen gewartet werden, bis der Tornado jetzt weg ist. Wir sehen da ziemlich viele Skelette. Jetzt gibt es leider ein kleines Problem. Es gehen leider nicht alle von denen auf das Rathaus drauf. So. Leider sind da. Leider sind sie noch da hingegangen. Aber ich glaube, einer ist sogar noch zum Rathaus hingegangen. Ja, da seht ihr das. Ihr seht es. Ja, er hat ein bisschen was noch kaputt gemacht. Das Ding ist jetzt, leider ist es nicht kaputt gegangen. Vorteil trotzdem, da ist keine Bauhütte daneben, die reparieren kann. Bedeutet, es wird nicht weiter repariert. Es bleibt dann jetzt halt so. Deswegen, kleine Planänderung, Angriff von unten. Aber trotzdem, der Giftzauber, den können wir jetzt wunderbar noch benutzen. Zack, zack, zack. Und jetzt kommen die Truppen hinterher. Giftzauber noch drauf. Aber allerdings, ja, so wichtig war er jetzt nicht mehr. Kampfholzwerfer trotzdem noch da drauf. Kann jetzt mal eben das Rathaus kaputt machen. Und im Endeffekt ist schon fast das meiste offen gesprengt, was wir jetzt hier sehen. Also da ist, in der Mitte ist alles offen. Das ist schon mal gut. Ja, klar, die beiden Single Infernos, die da eingebaut sind, die könnten ein leichtes Problem sein. Die Mauern sind allerdings auch nicht so gut gelevelt. Deswegen am Anfang schon mal direkt gezündet, damit halt alle halbwegs gescheit durchkommen durch die Explosion, beziehungsweise da vorne durch das Gift. So, ihr seht übrigens links, der Chat, der läuft die ganze Zeit mit, denn wir sind immer noch im Community-Clan und der ist sehr aktiv. Also nach der CWL startet ja das ganz neue Community-Projekt und wenn ihr dabei sein wollt, bleibt auf jeden Fall dabei. Guckt mal die Videos, da werde ich dann nach der CWL erklären, wie das funktioniert. Ich werde ein Community-Projekt machen, wo ihr alle teilnehmen könnt, wenn ihr das wollt. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird auf jeden Fall super, da kann jeder mitmachen und das hat es so noch niemals gegeben bei Clash. Noch nie. Das hat es noch niemals gegeben. Ich bin super gespannt, wie das ankommt. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ah, das wird lustig. Das wird richtig lustig. Also, aber jetzt zum Angriff. König noch gezündet davon, beziehungsweise da wurde noch der Freeze-Zauber draufgedroschen. Die Königin läuft oben noch rum und jetzt sehen wir schon, dass es natürlich auf 3 Sterne hinausläuft. Der Bombenturm ist zwar noch da, wir haben da noch ein bisschen was an Flächenschaden, ne? Wir haben zum einen noch den Multimörser, dann haben wir da noch die beiden Magiertürme und noch den Single Inferno. Der Single Inferno natürlich, klar, macht keinen Flächenschaden, aber der ist natürlich trotzdem noch gefährlich. Wir sehen das jetzt hier, denn er röstet die Gladi, aber das macht gar nichts mehr. Denn wir haben noch die Helden am Start. Josie hat alles im Griff und jetzt wird da noch weiter angegriffen. Und jetzt
sehen wir, dass die Eule hilft noch mit. Kümmert sich jetzt gleich noch um den Inferno-Turm. Und jetzt ist sie zwar gleich kaputt, aber wir haben ja noch voll viel davor. Und guck mal, wie viele. Die beiden Yeti leben auch noch. Zack, die Königin von ihr kümmert sich jetzt noch um den Inferno-Turm. Da fliegen noch die paar Barbaren durch die Gegend. Und so macht man das. Ich zeige es euch nochmal einmal ganz kurz am Anfang. Was ist passiert? Na gut, klar, die Mauer musste auf, das war logisch. Das Einzige, was halt nicht so ganz so gut lief, dass da vorne jetzt halt die gleich nicht darauf gingen, auf das Rathaus, sondern eher noch dahin. Aber wir haben ja gesehen, einer lief ja sogar noch dahin. Hätte man vielleicht noch da erst noch das Lager sich schnappen sollen, aber das hat auch gar nicht mal so wenig Trefferpunkte. Und wir haben das vorher mal getestet, also, dass man die vier Schleicher benutzt, um das kaputt zu machen, um die Klammburg kaputt zu machen und dass man dann aber noch fünf Stück braucht, auf jeden Fall für das Rathaus. Na gut, klar, das Rathaus war jetzt ein bisschen angeschlagen, aber gut. Insgesamt natürlich eigentlich eine richtig gute Idee, muss ich sagen. Das ist eine richtig gute Idee. So, was wir jetzt noch vorhaben, Leute, wir müssen noch angreifen. Ich muss nämlich noch im Labor was machen. Oh, der ist gut. Den nehme ich direkt mal mit. Der ist nicht gut gelevelt, der hat 692.000. Das kann ich super gut gebrauchen. Ah, Yeti Smash. Yeti Smash am Start. Was machen wir denn da mal? Wir machen das wie folgt. Wir lassen den Warden mal eben ein bisschen aufräumen. Moment. Ja, dahin. Dann rollen wir da auf. Dann rollen wir da auf. Jetzt kommt die Gladi, aber das macht uns gar nichts, denn da kann ich nochmal eben schnell die Headhunterin, den Headhunter, die Kopfjägerin hinsetzen. So. Dann 1, 2, 3, 4. Da lasse ich die gleich auch mal eben drüber springen. Zack, 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 zack. So. Und jetzt da nochmal eben die beiden Ballons. Warum? Warum die beiden Ballons? Das kann ich euch sagen. Oh, Moment, mal eben ganz schnell den Warden zünden, denn das Katapult macht mir so ein bisschen Probleme da vorne. Das Katapult will mich holen, aber das kriegen wir hin. Ja, jetzt springen sie nämlich drüber. Oh, den Warden sogar so gezündet, dass der eine Ballon eine suchende Luftmine einfach mal gescheit abfangen konnte. Oh, jetzt explodiert und die Gladi muss ich mal entzünden. So, kümmert sich da noch drum. Es müsste eigentlich, ja, es sollte locker auf 3 Sterne hinauslaufen. Ich kann da noch eben freezen. So, Verwirrungsstufe 1000 schon wieder. König ist auch am Start. Königin zünde ich schon mal eben. Die sollte sich nämlich mal eben ganz schnell, eigentlich sollte sie sich etwas schneller, ja, da um den Inferno-Turm kümmern. Passt aber noch. Ja, das Katapult ist jetzt halt noch ein bisschen nervig. Weil das da so als einzeln rumsteht und jetzt mein König so ein bisschen außen rumläuft und ja, dann das Katapult natürlich da drauf schießt. Aber nun gut, was will man machen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was macht ihr, wenn ihr so eine Base seht, wie wir sie halt eben hatten in der CWL? Was macht ihr dann? Überlegt ihr euch so einen Plan? Versucht ihr immer irgendwie sowas, wie wir das gemacht haben? Einfach mal so zusammen hinsetzen und mal überlegen, was kann man denn hier machen? Da ist ziemlich viel auf einem Fleck an der unteren rechten Seite. Wie kann man das aushebeln? Einfach mal ein paar Schleicher mitgenommen. Ich fand das so eine geile Idee irgendwie. Dass man halt irgendwie so die Stärke des Gegners, dass er die Clanburg dahin gesetzt hat, dass man die Stärke des Gegners halt umwandelt in die eigene Stärke. Dass man da ihm einen Strick rausdreht. Aus dieser Tatsache, dass er da halt, ja, da unten so viel auf einmal gebündelt hatte. Denn durch die 4 Erdbeben konnten wir natürlich auch nochmal gut was wegmachen von den Trefferpunkten bei ihm. Und jetzt bitte, bitte Königin, bitte kümmer die noch drum. Jetzt wird sie noch ein bisschen geheilt. Ja, und dann. Oh, wo. Da. Da oben ist noch was. Und das Jack. Das Jack läuft direkt drauf zu, direkt auf die Mauer. Bam, 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 bam. Die Königin ist am schnellsten. Die Königin ist am schnellsten. Jetzt haben wir 16,779. Das reicht noch nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen was einsammeln. Ich hab die Lufttaktik. Ja, das Problem ist, ich weiß noch nicht genau in der CWL, was ich für einen Gegner habe, deswegen wäre es jetzt blöd, wenn ich jetzt hier natürlich die Taktik einfach schon auswählen würde. Das muss man natürlich immer anhand des Gegners machen. Ich habe schon wieder einen 13er, nein. Gar nicht mal schlecht. Ja, kann ich eigentlich Super Go Weevee machen. Der hat eh 2 Single Infernos. Na gut. Ja, ich habe eigentlich Glück von den Gegnern, kann man sagen, weil ich oft Dips habe, aber eigentlich auch Pech, weil ich eigentlich richtige Gegner haben möchte. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert, aber nun gut, was will man machen? So, dann brauche ich mir 8 Stück, zup, und jetzt guck mal eben. Da brauche ich natürlich eine andere Clanburg, und zwar nehme ich damit 2 Drachen, einen Ballon, das lassen wir.
Und ein Zeppelin. Und ein Zeppelin. So, also. Wir gucken mal drauf. Größere Saisonbank. Ja, sollte ich vielleicht. Oh, das sollte ich vielleicht mal mitnehmen, ne? Wenn man das mitnimmt, dann kann man auch mal was Gescheites noch ausbauen. So, das nehme ich auch mit. Ja, 18,1 Millionen und 9 Millionen. Forschen, forschen, forschen. Und zwar ist es jetzt alles günstiger geworden und ich entscheide mich für die Heilerin, dass die jetzt mit 15,3 Millionen hochgeht. Nein, das Universalbuch. Ich will's drücken. Ja, komm, wir machen das, oder? Nee, wir sparen es, wir sparen es, wir sparen es. Wie viel habe ich noch? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 Stunden. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Die Helden sind auch gleich ready. Klar, die pennt noch ein bisschen. Königin, nee, was pennt denn da noch? Nix, die Bombe ist noch am Ausbauen. Der Warden schläft auch noch ein bisschen. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Wir können gleich nochmal angreifen. Der Chat ist immer noch weiter am Durchlaufen. Ich muss mir den jetzt erstmal durchlesen. Kurzer Cut, bis gleich. Okay, ich habe noch mal einen gefunden. Wir haben 9,5 Millionen Gold. Ich muss gleich mal unbedingt gucken, wie das Ganze aussieht mit den Bauarbeitern, dass wir da auf jeden Fall was hinbekommen. So, Königin, 6 Heilerinnen an Start. Die kümmert sich jetzt mal eben. Oh, ich muss da mal eben einmal. Komm. Wir machen die Königin mal eben ganz kurz ein bisschen langsamer. Ich habe komischerweise 2 Gift dabei. Ich weiß nicht genau warum, aber in Ordnung. So, jetzt habe ich gar nicht drauf geguckt. Wo sind die Feger? Die Feger sind beide da oben. Beziehungsweise der eine zeigt nach da, der andere zeigt nach da. Das bedeutet, ich kann da schon mal ganz gut was wegmachen mit dem König, hoffentlich. So, Königin läuft da jetzt ein bisschen außenrum, das ist nicht cool. Bitte geht doch rein. Jetzt müssen wir da leider mal eben ganz kurz ein bisschen mithelfen. Ja, komm. Wir haben es gelöst. So, König. Läuft da auch rein. Schön. Ja, sonst hätte die Luftwaffe meine schönen Heilerin kaputt gemacht. Das wäre natürlich nicht gut gewesen. Oh, da holt sich vielleicht den Luftfeger noch. Nein, Luftfeger. Egal, wir haben den. Ja, na, nicht ganz. Leider nicht ganz. Okay. Jetzt ist da noch einiges am Start auf der Seite. Königin, bitte. Bleib am Leben. Jetzt läuft sie einmal genau außen rum, ist aber egal. Egal, so, jetzt müssen wir auf die Zeit achten, ne? Genau, ihr habt ja recht, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten. Alles gut, so, Moment. Ja, schön in den Feger rein, schön in den Feger rein. So, auf Luft. Gezündet. Weiter. So, jetzt schnappen wir uns das in der Mitte. Alles gut, nein, jetzt ist da eine Tornadofalle in der Mitte, leider, aber okay. Luftfeger lebt auch noch. Da, fliege ich jetzt frontal in alle Luftfeger rein, die es hier gibt, irgendwie, oder? Aber die Königin, okay, die Königin ist jetzt gleich kaputt. Jetzt kommt von der anderen Seite noch die Gladi. Oh, so knapp das Rathaus, aber wir kriegen es noch. Ja, wir haben es. Alles gut. Jetzt helfen wir eben mit der Gladi noch. Zack, zack, zack. Die Luftabwehr noch zerstört. Naja, war in Ordnung. Ey, lass bitte meine Drachenreiter in Ruhe. Dankeschön. So, 77. Haben wir denn noch? Ah, den Loot haben wir leider nicht ganz gekriegt, ne? 376.000 Gold sind noch da, wo es... Ach, der Gift wirkt noch nach. Alles gut. So, das war das. Haben wir noch ein bisschen Loot bekommen, ein bisschen Elex noch, bisschen Dunkles. Ich könnte eigentlich noch was ausbauen. Mache ich auch. Das Einhorn ist eigentlich zu wichtig. Nehme ich das Jack? Ja, komm. Nee, das Jack ist mir eigentlich auch zu wichtig. Lassie kann ich eigentlich am besten drauf verzichten. Oh, ich habe eh noch ein Buch der Helden. Dann, aber für 4 Tage? Nee, das mache ich lieber bei der Königin oder... was habe ich denn überhaupt? Die Königin ist Max? Nee, ist sie gar nicht. Wo ist sie? 76. Die Königin ist auf 76. Hier brauchen wir jetzt natürlich wieder andere Truppen. Und zwar... 2 Yeti. Eine Valkyrie. Ein Baba. Zack, zack. So, und noch einen davon. Und dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da. Arbeiter, 17 Stunden, sind wir also auf der sicheren Seite. Für weitere Clash of Clans Folgen, gerne einen Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss.